wirst wachsam sein. Die Agency kennt man. Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, guten Morgen allerseits. Wir haben es momentan bei mir jetzt hier. Heute am Tag der Aufnahme 11.48 Uhr, deswegen guten Morgen. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Korps. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Und ja, weiter geht's mit Tipp. Hitman Absolution, Folge 4. Ihr seht oben keinen Frame-Counter mehr. Ja, das habe ich schon bemerkt. Zwar keine Ahnung, warum das da war. Auf jeden Fall, das hier ist jetzt blind. Also, das habe ich vorher noch nie gespielt. Aufmachen? Ja, jetzt kann man öffnen. König von Chinatown finden. Was mir so schön ist. Feurig, feurig. Meine Lieben, feurig, feurig. Dann ist hier durch, oder? Okay, da hinten scheint er unterwegs zu sein. Ja, da hinten scheint er unterwegs zu sein. Gehen wir einfach mal hier hinten so ein bisschen lang. Ja, guten Tag. Das da, Kartoffeln. Nee. Ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ich kenne mich ja mit so gesunden Sachen nicht so aus, weißt du. Ich habe das Gefühl, der hat da noch so seine Leibwächter, wenn man mal so aufs Radar schaut. Ja, doch, das könnten. Ohne meine Erlaubnis kommt ja niemand hier rauf. Es gibt unzählige Wege, den König von Chinatown zu töten. 12 dieser Möglichkeiten schalten Herausforderungen frei. Diese finden Sie in Ihrem Notebook. Mach doch gleich mal. Für absolvierte Herausforderungen erhalten Sie einen permanenten Punktebonus. Je mehr Herausforderungen Sie meistern, desto mehr Punkte erhalten Sie. Viel Erfolg! Bodensturz, kontrollierte Sprengung. Ah, da kann man wohl anscheinend snipern, das finde ich gut. Habe ich einen Sniper? Nee. Was kann gerade
den Schein. Hallo, Mama. So, gucken wir. Snowman. Ja, ja, du weißt. Decken, aha. Eigentlich hier auf unten, da könnte ich, glaube ich, auf dem Dach rauf und von da aus schießen. Durch meinem Aus. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe das Ganze ja nochmal geguckt, natürlich. Kann ich auch nicht rauf. Was mir leid tut, es gibt ja einfach so Stellen, da bin ich ja einfach mal, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so leise, weil es ist ein Spiel, da konzentriert man sich auch auf das mal ganz schön stark und ja, tut mir furchtbar leid, ich versuche das zu verhindern, aber naja, ne? Weiß es nicht, man weiß es nicht. So, die Frage ist, ich würde ganz gerne snipern. Nein, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie kommen wir auf irgendein Dach oder so rauf? Und wo aus ich dann snipern kann? Ist einfach, den so umzubringen, wäre es so leicht und auch so auffällig. Also snipern wäre, glaube ich, so das Beste einfach. Da warst du mit Zutritt verboten. Okay, jetzt bin ich wieder. Wo habe ich jetzt die 5000 Punkte bekommen? Ich weiß es gar nicht, aber egal. Hierauf darf ich ja anscheinend nicht. Da hinten ist der König, der King von Chinatown. Könnte hier oder so ein Dach sein. Die 5000 Punkte habe ich wahrscheinlich bekommen, weil ich, also erst misstrauisch. Fuck. Und weiter geht's, scheiß Farbschema, ey. Hoffentlich wird das jetzt nicht mehr, asynchron, ey. Naja, werden wir mal gucken. Ansonsten muss ich halt irgendwie ordentlich mal gucken. Ahnung. Messer aufheben. Mein Instinkt noch irgendwas. Zielfeuern. Ja, stimmt, Zielfeuern, das wäre eine Möglichkeit. Hier ist ja auch Polizei und alles, ist ein bisschen auffällig irgendwie. Und ist also auch der King. Dankeschön. Kann ich Ihnen helfen? Ja, der ist wirklich maskengeschneidert. Schluss mit dem Scheiß. Ja. Die Map gefällt mir schon mal, ist ja auch arschmäßig voll, aber. Oh. Wie diese Lüftungsrohre, die sehen irgendwie so aus, als könnte man irgendwas machen. Gibt es denn sonst noch so viele Möglichkeiten? Einfach mal sehen. Chameleon, nehmen Sie die Verkleidung an sich. Resist, Markthändler. Weißsammler. Ja. Einfach nicht. Also ich spiele gar nicht auf einfach. Ich spiele auf normal. Pff. 0%. Ganz unten. Todessturz. Und üble Kopfschmerzen. Ja, das glaube ich auch. Okay, also alles um die Snipern. Vergiftet. Ja, Kaffee. Quid pro quid. Sieht so aus, als müsste ich hier wirklich snipern. Ich mag nichts davon. Ich esse keinen Fisch. Also, Fisch ist auch nicht so lecker. Hier wirkt es aus, als müsste ich snipern, aber von wo? Soll mir einen Überblick verschaffen, das ist eine Axt oder ja? Oh, er ist Hilfe. Finde ich gut. Weiß schon mal, wo das ist.
Du bist gar nicht irgendwie rein, nö. Suche gerade mal an irgendein Gebäude. Oder so, wo ich den reintun könnte. Da ist ein Polizist. Sprich mit hier meinem Klavierding machen. Irgendwie, wo ich den reinhauen könnte. Öleimer, das könnte was sein. Ja, ich lasse ihn hier, glaube ich, liegen. Hier wieder auf meiner Seite. Ah, okay, doch, da ist eine Box. Wenn noch irgendwer kommt und den dann sieht, ist ja unpraktisch. Ne? Ja, wirklich unpraktisch. Werde ich den auch gleich mal los. Ja, die Box wird auch immer noch oben, nicht, dass sie gleich ausfällt. Ein Polizist, ich dafür lang. War nicht besser. Darin kann ich mich anscheinend. Yep. Dann kann ich mich verstecken. Lass die aber mal wieder. Nicht hier durch, ja. Tasche. Viel feuern würde ja theoretisch gehen. Ah, bin ich hier. Ah, bewegt sich der King? Was bewegt denn sich der, ey? Ich mich immer als erstmal mal liegen. Leute, noch ein. Alter. Man muss einfach in diesem Spiel wahnsinnig viele Menschen einfach sind, dass der fast heftig ist, weil Assassin's Creed. Bleiben Sie bitte zurück. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Okay, da hinten ist ein Ausgang anscheinend. Ich habe den einfach mal. Alter. Er hat Raum verlassen. Eine kleine Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arsch! Was führt sie in mein bescheidenes Heim?
Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Ja, und das ist, soweit ich weiß, der Koffer, der Sniper drin, da war auch das Hitman-Logo drauf. Führt 20 Kilo auf, aha. Nicht so verbessert die Fähigkeit von 47 mit der Umgebung zu verschmelzen. Gut. Schlecht, eigentlich. Gar nicht mal so schlecht, ich meine, im Vergleich zur letzten Mission, wenn ich mal hier so. Also so viel. Weniger habe ich eigentlich gar nicht bekommen, ne? Als zwei nicht-Todes-Nicht-Seele-Gilds, ja, aber. Alles in allem. Abschuss, ja, doch. Gar nicht mal so ganz schlecht eigentlich. So, gehen wir mal auf weiter. Ich mache trotzdem, glaube ich, mal weiter.